Hallo, mein Name ist Annelie Knust. Hallo, ich bin Sabine Zwirkmeier. Wir freuen uns hier, jetzt den Prozess zum Molkenmarkt Ihnen kurz vorzustellen. Was ist bereits passiert? Seit der Wiedervereinigung gibt es bereits eine intensive Debatte um die Gestaltung am Molkenmarkt. Derzeit ist der Molkenmarkt eher bekannt als Verkehrsknotenpunkt und soll jetzt wieder zu einem lebendigen und urbanen Ort werden in der Berliner Mitte. Viele Gutachten, Werkstätten, Studien, aber auch Anregungen und Ideen der Berlinerinnen sind bereits in diesen Prozess mit eingeflossen. Gibt es schon einen Plan? Es gab bereits viele Anregungen und städtebauliche Überlegungen und diese wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet. Diese wurde dann 2016 planungsrechtlich auch beschlossen und ist somit die Grundlage für unser weiteres Arbeiten. Der Prozess ist schon vor vielen Jahren gestartet, trotzdem nehmen wir uns jetzt noch einmal die Zeit, um bedarfsgerecht und zukunftsorientiert diese Planung zu gestalten. Was passiert ab sofort? Es gibt noch viele offene Fragen, sodass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen entschieden hat, einen breit angelegten Prozess zur städtebaulichen Qualifizierung zu starten. Gemeinsam mit Akteurinnen vor Ort, Expertinnen, Stakeholderinnen, künftigen Bauherrinnen der Stadtgesellschaft und weiteren Stakeholderinnen soll dieses Verfahren umgesetzt werden. In zwei Phasen werden dabei Ideen für das Neuquartier am Molkenmarkt entwickelt. Erstens in der Sondierungsphase, zweitens darauffolgend in der Planungsphase. Jetzt starten wir in die Sondierungsphase. Durchgeführt wird dieser Prozess mit uns, dem Büro Nonkonform. Zunächst werden wir dafür Themen und Ideen sammeln und weiter schärfen. Und um welche Themen geht es dann dabei? Der öffentliche Raum, die Nutzungen am Molkenmarkt, aber auch das Thema Nachhaltigkeit im Quartier werden Themen sein, die uns beschäftigen. Jetzt mit der Online-Beteiligung haben Sie die Möglichkeit, uns auch Ihre Themen und Ergänzungen dazu mit auf den Weg zu geben. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Wie kann ich mich informieren? Die Sondierungsphase richtet sich zunächst an die künftigen Bauherrinnen und spezifischen Akteurinnen, um die ersten Rahmenbedingungen vorab abzustecken und zu klären. Damit Sie auch auf dem Laufenden bleiben, wird es zwei Bürgerinformationsveranstaltungen geben, um Sie darüber zu informieren, wie der Stand der Dinge ist und wie es weitergeht. Dazu wird es Ende August einen Auftakt geben. Wie werden fachliche Fragen geklärt? Es gibt verschiedene Themen, aber auch unterschiedliche Standpunkte, die eine Rolle spielen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt Gespräche führen mit den genannten Akteurinnen und Akteuren, um Wissen zu sammeln und die Ziele für die weitere Arbeit auch abzustecken. Diese Inhalte werden dann auch dokumentiert und für Sie aufbereitet. Wie wird zu den Themen gearbeitet? Die Ergebnisse aus Einzelgesprächen fließen in themenbezogene Workshops ein. Hier kommen die Partnerinnen des Verfahrens zusammen, um gemeinsam mit externen Expertinnen an den Themen weiterzudenken und sie weiterzuentwickeln. Ziel ist am Ende, dass alle Beteiligten eine gemeinsame Einigung finden zu den jeweiligen Themenschwerpunkten. Was wird eigentlich erarbeitet? Aus diesen Themenworkshops kommen die Inhalte, die dann die Grundlage für die zentrale Aufgabenstellung in der zweiten Phase, also der Planungsphase, bilden. Was hier diskutiert wurde und wie und warum diese Ergebnisse den Rahmen bilden, das möchten wir Ihnen gerne bei der zweiten Bürgerinnenveranstaltung am Ende der Sondierungsphase vorstellen. Wie kann ich jetzt mitmachen? Die Online-Beteiligung beginnt ab sofort. Wir laden Sie herzlich ein, dass Sie Ihre Ideen und Anregungen uns auf der Webseite eingeben und so Ihre Themen mit auf den Weg geben. Wie geht es weiter? Mit der erarbeiteten Aufgabenstellung starten wir im nächsten Jahr in die Planungsphase. Mehrere Planungsteams werden dann Entwürfe für den Molkenmarkt entwickeln. Hier gibt es dann die Möglichkeit, bei Planungswerkstätten aktiv für Sie teilzunehmen und mitzudiskutieren. Wir halten Sie jedenfalls am Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.